Hier haben wir Band 3. Genau, zu den Covermotiven habe ich bisher noch gar nichts gesagt. Also hier sehen wir, da wird auch ein weiteres Spiel angeteasert, Kapselmonster-Schach. Das ist tatsächlich ein Spiel, was Mokuba, der kleine Bruder von Seto Kaiba, sehr gerne spielt. Und davon sehen wir hier eben auch eine Partie. Ja, also erstmal hier Yugi die ganzen Prüfungen von Shadi. Das kommt auch im Toei-Anime vor. Allerdings ohne gruseligen Zombie, den sie bekämpfen müssen. Und da sieht man eben auch ganz eindeutig, dass das ursprünglich ein Horrormanga sein sollte. Oder als Horrormanga gedacht war. Ja, und jetzt in Dark Side of Dimensions, in dem Film, wurde ja tatsächlich auch confirmed, dass Shadi ein Geist ist und eigentlich die ganze Zeit gar nicht gelebt hat. Was mich auch ein bisschen schockiert hat, ich habe es jetzt nicht gedacht, aber das Interview hatte ich vorher schon gelesen. Er hat halt nicht gesagt, okay, Shadi ist tot, der ist ein Geist, sondern im Interview kam das so, ja, er könnte theoretisch auch ein Geist sein. Und diese Stimmung wollte er eben im Manga vermitteln. Da seht ihr eben an, so in Lebensgefahr, Yugi muss sie retten, indem er die Spiele gewinnt. Was ihm natürlich auch gelingt. Indem er an die Macht der Freundschaft glaubt und eben Shadi zeigt, was Freundschaft bedeutet, wie man es eben von Yu-Gi-Oh! Gewohnt ist. Nur halt in viel düsterem Setting und dann, gerade dann, vor dem düsteren Hintergrund, gefällt es mir noch umso mehr, weil da wirklich in diesem Sumpf aus miesen Charakteren und Mordlust und total gestörten Psychopathen Yugi und seine Freunde immer herausleuchten, wie die Sterne am Nachthimmel. Und das gefällt mir sehr gut. Dass sie sich da gegenseitig stützen, wie auch hier ganz wortwörtlich Junouchi Anzu stützt, damit sie nicht abstürzt. Also die sind halt immer füreinander da und das ist das, was mir am Manga so unheimlich gut gefällt. Im Anime natürlich auch, also im RTL 2 Anime, sage ich mal, im 4Kids Anime, aber nicht im Toei Anime. Da war das irgendwie nicht so präsent. Das haben sie echt in den Sand gesetzt in der Hinsicht. Das gefiel mir überhaupt nicht, was sie daraus gemacht haben. Und es wurde natürlich extrem abgeschwächt und zensiert auch. Also manches tatsächlich fand ich im Toei-Anime dann aber wiederum schlimmer und heftiger sogar. Zum Beispiel hier, Tamagotchi-Massaker. Ja, dieses Kapitel behandelt die V-Pets, glaube ich sogar. Also der Ursprung der Digimon, wenn man mal drüber nachdenkt. Also diese Tamagotchi, die gegeneinander kämpfen können. Und das ist das von Yugi. Und das ist das von Junouchi. Und das Witzige ist, die verbinden die beiden miteinander, damit sie halt Freunde werden. Aber in Wirklichkeit vermöbelt der von Junouchi erstmal den von Yugi. Also genauso wie es in Real halt auch war. Aber am Ende werden sie dann auf einmal Freunde. Hier, das ist auch eine total süße Szene, wo man quasi im Tamagotchi drinne Yugi sieht, wie er halt auf den Display guckt. Total süß. Also hier im Manga ist es so, er wird von seinem eigenen Tamagotchi kontrolliert über Hypnose oder was auch immer. Also ziemlich creepy. Im Toei-Anime war es noch creepier. Da hat nämlich sich ein Typ Klassenkameradin als Tamagotchis gehalten. Also wenn das nicht pervers ist, dann weiß ich auch nicht. Also irgendwie haben sie versucht, das abzuschwächen und dabei was Schlimmeres daraus gemacht. Hier seht ihr das, wie er von seinem Secret Rare Tamagotchi hypnotisiert wird. Und das frisst dann tatsächlich die Tamagotchis der anderen. Hier zum Beispiel den von Anzu. Ziemlich brutal. Es versucht auch den von Yugi zu fressen. Aber Yugi hat ja ein anderes Ich, sein Tamagotchi auch. Und hinterher glauben sie, das hat damit zu tun, dass er sich dann auf einmal wehren kann, dass sie den Tamagotchi mit dem von Junouchi gekoppelt haben und der von Junouchi ja ein bisschen schlagkräftiger war. Was auch tatsächlich eine sinnvolle Erklärung ist dafür. Und da hat der Tamagotchi in die Ecke geschissen. Ja, ich blätter jetzt auch ein bisschen schneller durch, weil hier werden wir sonst nicht fertig heute. Da haben wir Mokuba, wie er am Anfang aussah, tatsächlich auch so ähnlich wie dieser Hugo, von dem ich eben schon erzählt habe, der mir den Manga aus der Hand gerissen hat und sich über mich lustig gemacht hat. Und da spielen sie eben Kapselmonster-Schach zum ersten Mal in der Yu-Gi-Oh!-Geschichte. Hohoho! Und hier seht ihr die Bedingungen des Spiels. Wenn du verlierst, schneidest du dir einen Finger ab. Also so wird Mokuba hier im Manga eingeführt. Ziemlich süßer kleiner Junge, den möchte doch jeder als kleiner Bruder haben. Und natürlich macht Yugi ihn in dem Spiel total fertig. Und dadurch darf er dann die Strafe des Schicksals zu spüren bekommen. Und dann haben wir hier sogar ein Spiel, was man dann selber hier auf den Seiten spielen kann mit Figuren und Würfeln. Ich glaube, ich habe es sogar ausprobiert und ich bin gescheitert. Das war ziemlich schwer. Ja, und dann kommt mein absoluter
Lieblingsstory-Arc im kompletten Yu-Gi-Oh! Manga. Der ist in der Form gar nicht in den RTL 2 bzw. 4Kids Anime geschafft hat, aber im Toei-Anime in sehr, sehr abgespeckter und abgeschwächter Variante enthalten war, nämlich der Death Tea. Ein Todesturm, den Seto Kaiba entworfen hat, um Yugi und seine Freunde in mehreren tödlichen Spielen antreten zu lassen. Und eigentlich ging es nur darum, sie irgendwie auf kreative Art und Weise sterben zu lassen. Ja, und da sehen wir die vier eben, wie sie durch den Death Tea von Ebene zu Ebene wandern und versuchen irgendwie bei diesen tödlichen Spielen zu überleben. Und hier haben wir erstmal einen ziemlich coolen Auftakt, wo Jonouchi für Yugi einsteht, der in der Spielhalle verkloppt wurde von einem, der sich für Bruce Lee hielt. Die liefern sich nämlich hier einen richtigen Kampf, wobei beide ein... Nein, nicht mal beide. Jonouchi steckt sich ein Messer zwischen die Zähne als Handicap. Ja. Und ihr wisst, was passiert, wenn er dann einen Schlag abbekommt gegen dieses Messer. Aber er gibt alles und am Ende schafft er es mit einem Trick zu gewinnen, indem er nämlich seine geschüttelte Cola-Dose so drückt, dass die eben aufgeht und ihm die ganze Cola ins Gesicht spritzt und er ihm dann eine verpassen kann. Also Jonouchi ist echt eine coole Socke. Und da hat er dann das Millenniums-Puzzle zurückgeholt. Genau, das hatte dieser Bruce Lee-Verschnitt nämlich geklaut. Ja, und hier werden sie dann abgeholt für Death Tea. Da ging es dann auch erstmal los mit einem schönen Empfang von Mokuba, wo sie erstmal vergiftetes Essen bekommen haben und nicht wussten, dass sie vergiftetes Essen gegessen haben. Und gespielt wurde natürlich dann um das Gegengift. Ich sag ja, dieser kleine Mokuba, man muss ihn einfach lieb haben, so ein süßer, knuffiger Junge. Ja, und hier eben Seto Kaiba, der sich rächen will für seine Niederlage in Magic and Wizards, dafür sein Kaiba Land aufgemacht hat. Was das Ganze noch krasser macht, ist eigentlich, dass es tatsächlich Zuschauerränge gibt für dieses mörderische Spektakel. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, die da zugucken, ob die denken, das wäre alles nur Fake und dass da keiner wirklich stirbt, aber tatsächlich geht hier alles auf Leben und Tod. Da sehen wir auch, warum in der ersten Folge vom Anime Yugis Großvater einen Herzinfarkt erleidet, nämlich tatsächlich, weil Seto Kaiba ein System entwickelt hat, was wir auch im Anime gesehen haben dann, wo die Monster real werden, also zumindest mal täuschend echt als Hologramme erscheinen. Und dieses System hat Yugis Großvater ein bisschen aus der Fassung gebracht, insbesondere nachdem er das Duell verloren hat und sein weißer Drache zerstört wurde, hat nämlich als Strafe des Schicksals Seto Kaiba ihn den Tod in der virtuellen Welt erleben lassen. Und das ist der Grund, warum er eben diesen Herzinfarkt erleidet und ins Krankenhaus muss. Ja, also da seht ihr, die Monster fallen über ihn her und er denkt halt dann, weil das so täuschend echt ist, dass er gerade wirklich stirbt, so ähnlich wie halt die Illusion, die Yami Yugi Seto Kaiba zuvor verpasst hatte. Also das ist dann seine Art der Rache. Und das macht er nämlich, um Yugi zu erpressen, bei Death Tea mitzumachen. Natürlich willigt Yugi ein, damit sein Großvater freikommt und ins Krankenhaus kommt. Und dann erfahren wir nämlich auch im Manga, dass das mit dem Herz der Karten eigentlich wortwörtlich zu verstehen ist, ja? Also, er kann wirklich durch das Deck von seinem Großvater seinen Herzschlag spüren, der immer schwächer wird durch den Herzinfarkt. Ja, er schwört seinem Großvater, Kaiba zu besiegen. Jonouchi und Honda sind natürlich mit von der Partie. Und ein Charakter, den wahrscheinlich alle, die den Manga jemals gelesen haben, lieber vergessen möchten. Aber dazu später mehr. Hier haben wir erstmal Anzu, die mal wieder am Jobben war und tatsächlich dann sich den anderen dreien anschließt, notgedrungen. Ja, und direkt das erste Spiel ist Lasertag mit tödlichen Waffen. Also wurde hier Shooting Stardust genannt. Und natürlich sind die Gegner Ex-SWAT-Schützen aus Amerika und Berufsprofi-Killer, ein Ex-Green Beret-Oberst. Also ja, also nö, ist halt natürlich total fair, dass man die dann gegen Kinder antreten lässt. Aber so kennen wir Seto Kaiba ja.
das Spiel beginnt. Und das ist tatsächlich eine Partie gewesen, die, wer hätte es gedacht, Honda, also Tristan, entschieden hat für die anderen. Ja, also die hätten ohne ihn hier tatsächlich alt ausgesehen. Und da kommt dann Hondas Neffe ins Spiel, Georgie, wo ich gesagt habe, der Charakter, den wir alle lieber vergessen wollen. Ein notgeiles Baby, was sprechen kann und einen total miesen Charakter hat. Ich weiß nicht, was Kazuki Takahashi geraucht hat, als er den erfunden hat. Wie gesagt, ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht in der ganzen Geschichte, aber Honda nimmt ihn halt mit, weil er seiner Schwester versprochen hat, auf ihn aufzupassen. Warum man, wenn man seiner Schwester verspricht, auf ihr Baby aufzupassen, dann mit diesem Baby zusammen an tödlichen Spielen teilnimmt, ist mir ein Rätsel, aber ne, man tut halt, was man kann oder so, keine Ahnung. Yu-Gi-Oh! Logik. Also ihr solltet wirklich den Manga auch an manchen Stellen nicht allzu ernst nehmen. Ich finde ja gerade dieses Absurde, das schon ins Wahnwitzige abdriftet, geil. Also das fand ich als Kind schon immer geil, dass die Duelle auf Leben und Tod sich liefern, dass es halt mega spannend ist und der Einsatz bei jedem Spiel sehr hoch ist. Also hier haben sie es dann am Ende so gemacht, dass Honda halt so getan hat, als würde er sich ergeben, während in Wirklichkeit Georgie für ihn die Waffe bereitgehalten hat hinter seinem Rücken und die dann für ihn hochwirft. Dann knallt er sie eben alle drei in einen Überraschungsangriff ab. Aber wenigstens haben sie vorher die Waffen etwas abgeschwächt, damit die Stromschläge, die sie bekommen, nicht tödlich sind. Ja, Schweigen oder Sterben. Bei diesem Spiel ging es darum, eine Achterbahnfahrt mitzumachen, ohne zu schreien, denn wer schreit, der stirbt, weil die Sitze von der Achterbahn sind elektrische Stühle. Also auch ein sehr schönes Kinderspiel für jeden Kindergeburtstag. Ihr habt euch vielleicht mal immer schon gewundert, was eigentlich mit dem Typ hier los ist, also der war ja ein Diener von Seto Kaiba, Angestellter, was auch immer, den man nur in der allerersten Anime-Folge gesehen hat und danach nie wieder. Hier in dem Manga erfahrt ihr tatsächlich, warum das so ist. Ja, also er hat tatsächlich auch mitgemacht bei dieser Fahrt und hat eben die Aufgabe gehabt, die anderen noch zusätzlich zu schockieren, indem er eben irgendwelche Zusatzeffekte aktiviert hat mit dieser Fernbedienung hier. Wie zum Beispiel, dass dann bei Jonouchi auf einmal dann dieser Dampf rauskam, um ihn zu erschrecken. Und da war Georgies Notgeilheit tatsächlich mal für was gut, weil er hat sich gedacht, oh nein, ich muss Anzu retten, weil die finde ich ja voll hot, die anderen sind mir scheißegal. Und deshalb hat er sich dann mal nützlich gemacht und das ist einfach eine der besten Szenen. Er krabbelt nämlich auf den Schoß von dem Typen hier, von dem Angestellten von Kaiba und kackt ihm einfach auf den Schoß. Und da sehen wir so richtig schön die Kackwurst. Er erschreckt sich oder ist angewidert oder was auch immer und schreit deswegen und wird gegrillt. Und das ist der Grund, warum wir ihn später im Anime nie mehr wieder gesehen haben, denn er ist einfach tot. Ja, weiter ging es dann. Auch hier wieder deutlich die Ursprünge als Horrorgeschichte erkennbar. Das Haus des Mörders, wo sie eben ein Rätsel lösen müssen. Das war tatsächlich dann eins, was Yugi in seiner normalen Gestalt, also nicht als sein anderes Ich, gelöst hat, dieses Rätsel. Das fand ich halt cool an Death Tea, an dem Todesturm, dass jeder aus der Gruppe in irgendeinem der Spiele was dazu beigetragen hat, dass sie alle überleben und die Runde schaffen und weiterkommen. Also in der ersten Runde mit dem Lasertag war es ja Honda bzw. Tristan, in der zweiten Runde war es das Baby Georgie und hier ist es tatsächlich Yugi, der das Rätsel löst, bevor die Guillotine herabsaust und allen die Hände abschneidet. Also ich glaube, oder ich kann mir echt gut vorstellen, dass nachdem ihr dieses Video guckt, ihr Yu-Gi-Oh! Definitiv mit anderen Augen seht und euch denkt, what the fuck, so geht das im Manga zu, das hätte ich niemals gedacht anhand vom Anime von RTL 2. Hier haben wir auch die nächste schöne Schauergestalt, ja, ihr kennt bestimmt Texas Chainsaw Massacre, den Horrorfilm. Da kam ja dieser Chopper-Man oder wie der hieß vor, oder Chop-Man oder was weiß ich was und der kommt hier auch vor. Hat dieselbe Hintergrundgeschichte, also ist auch ein Massenmörder. Und ja, um das Baby Georgie zu retten, muss Jonouchi sich mit diesem Kettensägenmörder ein Duell auf Leben und Tod in einer Gefängniszelle liefern. Ja, auch wieder sehr nice. Was tut man nicht alles für so ein scheiß kleines, nerviges, notgeiles Assi-Baby? Da sehen wir ihn auch so richtig schön in all seiner Glorie. Das ist Chopman. Ja, und da ist eben der Kampfschauplatz, überall sind Waffen, damit die beiden sich halt auch schön zerstückeln können gegenseitig. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt viele sich denken, scheiße, warum habe ich den Yu-Gi-Oh! Manga damals nicht gekauft?
Und das ist auch richtig so, weil der ist nämlich hammer geil. Ihr habt wirklich was verpasst, wenn ihr diesen Manga euch nicht gekauft habt. Ich weiß, es ist echt scheiße, dass der mittlerweile vergriffen ist, dass man da nicht mehr rankommt an die Bände. Da werde ich auch nachher nochmal was zu sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine extrem spannende Geschichte. Da saust die Kettensäge schon auf Shonouchi herab. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich dann langsam mal aufhören kann, das so detailliert durchzublättern. Das kennt ihr noch aus dem Anime von RTL 2, der Smiley, den Anzu auf die Hände gemalt hat, damit sie sich daran erinnern, dass sie beste Freunde sind. Als nächstes dann mörderisches Tetris. Da war dann Anzu die von Nutzen war, weil sie ja eine Tänzerin werden will, deshalb Rhythmusgefühl hat und eben den Rhythmus der Steine durchschaut und den anderen dann voraussagen kann, wo als nächstes der Stein runterfällt und in welchem Rhythmus eben. Und ihnen dann hilft, auf den Stein hochzuklettern und zu entkommen. Außer Honda, der bleibt zurück, weil sich seine Jacke verfängt. Und ja, das ist so der Punkt, wo ich glaube, ich dann nicht mehr weiter so alles so detailliert durchblättern werde. Ich glaube, ich habe euch jetzt genug heiß gemacht auf diesen wunderbaren und spannenden, genialen Manga mit vielen Spielen auch hinten drin für euch zum Spielen. Als Best of Banzai erschienen, weil ja die ersten 7 Bände im Banzai-Magazin veröffentlicht wurden, bevor sie in Taschenbuchform rauskamen.